Hallo, mein Name ist Gernot und ich bin Service-Spezialist bei der Firma Kiesel. Ich bin Andreas Behringer und ich bin dualer Student bei der Firma Kiesel. Heute zeigen wir euch, wie man bei einer Anbaufräse den Meißel wechselt, und zwar am Beispiel der Rockwheel G5. Gerd, welche Sicherheitsausrüstung müssen wir tragen? Eine Schutzbrille, Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe. Die passenden Meißel für eure Anbaufräse findet ihr bei uns im Kiesel Webshop unter www.kiesel.net. Wir brauchen einen Hammer und Montagewerkzeug, einen Schraubendreher, Putzlappen, Bremsenreiniger. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Gerd, zeig mir, wie man den Meißel ausbaut. Wie ihr seht, habe ich die Anbaufräse in einer angenehmen Arbeitsposition positioniert. Nun beginnen wir, unsere Meißelspitzen zu tauschen. Hierzu verwenden wir unser Austriebwerkzeug. Bevor wir die neue Meißelspitze montieren, überprüfen wir unsere Bohrung sowie den Sitz von der Meißelspitze. Reinigen diese. Hierzu nehmen wir unseren Schraubendreher. Zur Montage der neuen Meißelspitze nehmen wir unser Einschlagwerkzeug und setzen unsere neuen Meißelspitze nun in die gereinigte Bohrung ein. Wichtig hierbei, kein Fett oder Öl verwenden bei der Montage. Nun überprüft, ob sich die Meißelspitze drehen lässt. Sie sollte nicht fest in der Bohrung sitzen. Überprüft alle Meißelspitzen auf Beweglichkeit in ihrer Bohrung. Auch auf Verschleiß von der Hülse sowie Ritzel oder sonstige Beschädigungen an der Fräse. So, nun könnt ihr alle Meißel einer nach dem anderen erneuern. Viel Spaß bei der Arbeit. Ich hoffe, mit diesem Video konnten wir euch weiterhelfen. Mit unserem Serviceteam sind wir auch deutschlandweit für euch unterwegs. All die hier verwendeten Teile könnt ihr im Kiesel Webshop bestellen. Viel Spaß beim Baggern, Laden, Heben und Transportieren. Euer Gerd und Andreas.